Hallo, meine lieben Zuschauer. Ja, heute kommt nochmal ein großes Blatt auf euch zu. All die, weil wir so eine tolle Liebesenergie im März haben und mit der Tag-Nacht-Gleiche am 20.03. ein richtiger Umbruch und damit ganz, ganz viel Frühlingsgefühl auf euch zukommt. Und ich deswegen schon mal die Karten befragen möchte, was das an eurer Verbindung verändert. Wir einfach mal ein großes Blatt auf eure Seelenpartnerverbindung legen. Ja, und wer noch ein bisschen genauer zu diesen Energien im März informiert werden möchte, kann sich dazu gern mein März-Video, oder besser gesagt sind zwei geworden, weil ich mal wieder technische Probleme hatte, anschauen. Habe ich am 1. März eingestellt, findet ihr unten in meiner Videoliste. Schaut da bitte nochmal rein. Es sind nicht nur Frühlingsgefühle unterwegs, der März ist ein ganz verrückter Monat, da passiert eine ganze Menge. Ein Monat des Umbruchs, ein Monat der Veränderung. Seid neugierig, schaut einfach nochmal rein. Ein weiterer Hinweis kommt jetzt hier noch auf eine neue Legung, die ich anbiete, beziehungsweise die ich jetzt nur im März anbiete. Ich habe am 28.02. eine Impulslegung gemacht über das Dreiergespräch. Da geht es um dich, dein Gegenüber und das Universum. Und es wird ein Gespräch geführt mit ihm, wo er klar sozusagen sich positioniert und äußert, wo er klar eben sagt, was auf seiner Seite los ist und das, was er dir schon immer mal sagen wollte. Da kannst du gerne nochmal reinschauen. 28.02. habe ich es hochgeladen und aufgenommen. Findest du unten auch in der Playlist. Genauso wie dieses Gespräch abläuft über diese drei Gesprächsteilnehmer, du, er und das Universum. So kannst du das im März auch als persönliche Videolegung buchen. Infos, genauere, findet ihr auch nochmal in der Infobox. Ja, und dem nicht genug. Ich weise nochmal darauf hin, ich habe gerade schon gesagt, Tag-Nacht-Gleiche, 20.03. Da werde ich das Herzöffnungsritual durchführen, all dieweil so perfekte Liebesenergien und mit der Tag-Nacht-Gleiche der entsprechende Umbruch auch da ist. Dann folgt am Tag darauf gleich der Neumond im Widder, der unglaubliche Tatkraft mitbringt, große Energie, ein Riesenschub für eure Wünsche. Manifestieren ist an dem Tag wirklich eine große Nummer. Also dieses Neumondritual dürft ihr euch an sich auch nicht entgehen lassen. Und in Vorbereitung auf das alles, der 7.3. Vollmond in der Jungfrau bringt Struktur in dein Leben. Und da an dem Tag auch der Saturn in die Fische geht, und es da um Spiritualität, Vergangenheit, Karma, Lösung von Karma geht, weil Vollmond immer das Loslassen, das Ablösen von Altem ist, mache ich ein ganz besonderes Ritual zur Knotenlösung an diesem Vollmond. Also wer hier noch karmische Knoten bei sich kennt oder im Zusammenhang mit seinem Seelenpartner sieht, wo ihr eine karmische Verstrickung habt, die gelöst werden soll, dafür befrage ich erst die Karten, was sozusagen da Thema für dich, für dein Gegenüber ist und löse es dann Knoten für Knoten in einem Ritual. Informationen dazu findest du auch nochmal unten in der Infobox. Also ganz, ganz wichtige Termine im März, die ich euch wirklich guten Gewissens allen ans Herz legen kann. Sicher ist jeder in einer anderen Form betroffen, deswegen schaut einfach mal, was für euch da ein brisantes Thema ist. Ja, und dann legen wir los. Wir schauen als erstes mal in die liegende 8, in das Orakel von der Barbara Heider-Rauter. Wir schauen mal da rein, was hier denn für eine zusammenfassende allgemeine Botschaft für dieses Orakel bekommen. Heilsein. Die liegende 8 sende die Energie des Heilseins zu mir. Mein gesamtes Sein wird unaufhörlich von dieser heilsamen Frequenz durchflutet und neu ausgerichtet. Mein Körper ist der Tempel für meine Seele. Es geht hier um das Heilsein, um die Gesundheit, um das Heil an sich, ja, und wie man sich heile machen kann. Und da gehört auch das Herz dazu, die Herzheilung. Ja? Also Heilung ist ein ganz wichtiges Stichwort im Zusammenhang mit dem 20.03. Ich sage nur nochmal Tag-Nacht-Gleiche und Herzöffnungsritual. Okay,
Okay, wir legen ein großes Blatt mit den Gilded Rivery Lanemore Karten. Ich habe nur die 36 Standardkarten hier dabei und mische sie jetzt. Oh. Hey, ich habe gemischt, um die Überschrift zu bekommen. Alle, die bei mir schon mal große Blattlegung gesehen haben, das, was rausspringt, soll sozusagen eine Überschrift werden. Wir haben das Schiff, den Park, den Ring und dich. Worum geht es? Worum geht es mit deinem Herzblatt bis zum 20.03.? Was bringt die Tag-Nacht-Gleiche? Was bringt die Herzöffnung? Was ist da los im März? Und ich kann euch sagen, langsam aber sicher geht es voran. Da hat jemand eine grundlegend tiefe Sehnsucht nach dir und möchte dich wiedersehen, um das partnerschaftliche Thema mit dir voranzubringen, um daraus wieder eine runde Sache zu machen. Es hat jemand Sehnsucht und will dich sehen. Das ist die große Überschrift zu unserer großen Plattlegung. Und ich versuche jetzt mal die Karten hier so zwischendrin rein, dass sie nicht gleich wieder beisammen liegen. Und mische nochmal neu. Ja, und bevor es zum Treffen kommen kann, wird die Sehnsucht über eine Einladung ausgedrückt. Da kommt Kommunikation in den Gang in den nächsten Tagen. Los geht's! Ich lege jetzt erstmal aus, mal gucken, ob ihr das alles so sehen könnt. Ich gebe mir Mühe. Die Liebe. Haben wir 9, 2, 4, 6, 8, 9. Genau. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen hoch, ne? Dann seht ihr es besser. Ich lege aus und will erstmal meine Klappe halten und schnatter und schnatter und schnatter. Wem es hier zu lange dauert, bitte vorspulen. Na, wo ist denn der liebe Herr? Ja, sehr schön. Sehr schön. Also ich habe hier schon was gesehen, mit dem fange ich aber nicht an, weil es natürlich mit dir losgeht. Lass mich noch mal ganz kurz drauf schauen. Um dich herum ganz, ganz wundervolle Karten. Okay, machen wir weiter. Also, wir fangen mit dir an. Du liegst relativ zentral, ne? Wenn du dir das hier jetzt mal so anschaust. Du bist das Zentrum des Bildes. Also es geht definitiv um dich in der nächsten Zeit. Zum einen geht es darum, dass du mit deinem tiefen inneren Wissen, du liegst hier im Haus der Eulen, dass du mit deinem tiefen inneren Wissen natürlich auch an deiner Heilung arbeitest, dass du dir gerade wieder neues Wissen aufbaust, dass du tiefer in die Materie einsteigst. Was ist das mit dem Herrn? Warum verhält er sich so komisch? Wie funktioniert Seelenpartner? Ja, also das für dich ist so ganz vieles klar und du baust immer mehr Wissen auf und ja, bist auch gerade sehr in der Kommunikation. Wir haben ja gerade den Merkur in den Fischen, also an sich könnte es ja auch um die Gefühle gehen. Also du möchtest deine Gefühle auch gern zum Ausdruck bringen, was du vermutlich aber nicht tust. Weil wenn ich jetzt mal auf dein Haus schaue, dann liegt in deinem Haus der Turm. Das spricht dafür, dass du in den Rückzug gegangen bist. Ja, das zeigen auch die Karten, die hinter dir liegen. Dir ist irgendwas zu bunt geworden, irgendeine Situation. Ja, es ging immer irgendwie um Verluste, es war alles tragisch und dramatisch. Es ging immer um ihn und seine Probleme. Es ging auch um Falschheit. Er hat dich vielleicht angelogen oder bestimmte Dinge dir nicht 100% ehrlich übermittelt. Du hattest immer das Gefühl, dass da so eine mindestens Notlüge irgendwo zwischen euch steht, dass das alles nicht so rund ist, wenn ihr miteinander
die letzte Zeit kommuniziert habe, weil ja auch wieder die, ne? Also in den letzten Gesprächen mit ihm war alles immer schwer, tragisch, von Verlust geprägt, von Trennung geprägt. Und ja, du hast an sich dich dem Thema Beziehung mit ihm erstmal abgekehrt. Du hast gesagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt noch will, weil so wie es jetzt gerade war, will ich es nicht, ja? Und du hast aber trotz, dass du im Rückzug bist, immer an ihm festgehalten, weil im Haus des Turmes liegt der Anker, der für beidseitiges Festhalten steht, ja? Du hast dich um deinen Job gekümmert, dafür steht der Anker auch. Du hast dich sehr in deinen Beruf gestürzt, du hast eigentlich gar keine Zeit, um über Liebe und Partnerschaft nachzudenken, hast einen Termin nach dem anderen, hast ganz frische neue Ideen, auch jobmäßig, ne? Also hier im Zusammenhang mit dem Blumenstrauß, dein Beruf ist ein Geschenk für dich und du brütest ganz viele neue Sachen aus und bist deswegen da auch frisch und frei unterwegs, ja? Und was siehst du vor dir, worauf schaust du? Du schaust auf eine Entscheidung, du möchtest endlich wieder glücklich sein, ja? Du hast dich hier sozusagen nur aus der Situation rausgenommen, weil es dir einfach zu viel war. Du hast keinen Bock mehr drauf gehabt, immer nur Gejammer und Falschheiten zu hören und nicht zu wissen, woran du bist bei ihm, ja? Und jetzt ist es so, dass du sagst, ich vermisse ihn schon. Ich würde schon gerne mit ihm zusammen glücklich sein und ich möchte natürlich auch Sex mit ihm haben und ich möchte natürlich auch die Nähe zu ihm wieder spüren, ja? Und diese Lilie liegt eben auch auf dem Hund, der eben für ein Sinnbild ist für eure Seelenpartnerschaft, für eure tiefe Verbindung. Da hättest du gern wieder die Harmonie, ja? Du möchtest gerne wenigstens freundschaftliche Gespräche mit ihm haben, aber wie gesagt, Vergangenheit war so, dass du sagst, ich weiß nicht, was ich ihm glauben soll, was er dir erzählt hat. Dann war es immer nur tragisch und schwer, dann hat er immer nur Probleme gehabt, dann ging es immer nur um finanzielle Verluste, um Jobverlust, um was weiß ich, Verlust, 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 Ärger und Falschheiten. Es waren immer die anderen schuld, ne? Nehme ich auch so wahr. Das ist auch so dieses Thema der Fuchs, ne? Also da hat sich jemand immer rausgewunden und hat dir im Telefonat, im Gespräch einfach auch immer wieder mal einen Bären aufgebunden und hat alles aus seiner Situation geschildert. Und du mit deinem guten Bauchgefühl, mit deiner guten Intuition hat gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich hier glauben soll. Es ist das Beste, wenn ich mich hier rausnehme, an eine Verbindung mit ihm zu glauben. Darauf zu hoffen, fällt mir einfach gerade schwer. Und jetzt bist du aber, wie gesagt, eben mit deinem tiefen inneren Wissen, was du über die Seelenpartnerschaft an sich erlangt hast und was du vielleicht auch jetzt so über ihn noch erfahren hast, bist du an dem Punkt, wo du sagst, oh, ich würde mich gerne für das Glück mit ihm entscheiden, ich würde gerne wieder näher mit ihm zusammenrücken, ich würde auch gerne wieder ein freundschaftliches Verhältnis mit ihm haben. So, der gute Herr ist blockiert, in seinem Haus liegt der Berg. Es liegen vielleicht auch große Hindernisse zwischen euch, die schon mal für eine große Entfernung sprechen können. Es gibt aber vielleicht auch mit diesen ganzen Themen Differenzen zwischen euch, weil einfach zu wenig gesprochen wurde. Also ja, könnte man jetzt hier krass sagen, ihr müsst einfach mal miteinander reden, ihr müsst euch mal an den Tisch setzen, ihr müsst mal die Dinge ehrlich auf den Tisch bringen, ehrliche Gespräche führen. Aber das ist ja mit dem Herrn bislang nicht möglich gewesen, weil da auch immer mit Ängsten und Rückzug irgendwie wieder zu kämpfen waren. Aber der Liebste liegt in der Lilie. Und wir haben hier, die Lilie, habe ich vorhin schon gesagt, in dem Hund, im Haus des Hundes. Also auch er möchte die Nähe zu dir. Auch er möchte Sex mit dir haben. Auch er möchte Harmonie wieder in eure Verbindung bringen. Er schaut auf ganz, ganz tiefe Gefühle zu dir, die er wieder in Fluss bringen möchte. Er möchte auch Klarheit haben, was ist das mit ihr, ja? Und ja, und möchte auch endlich seine Fesseln ablegen, die Fesseln, die er schon aus einem früheren Leben mitgebracht hat. Also das mit euch ist einfach auch ein karmisches Thema, ist ein schicksalhaftes Thema. Hier liegen ganz klar Verletzungen und Fesseln aus der Vergangenheit, aus einem früheren Leben. Er möchte es einfach leicht, lebensnah, lebensfroh. Er möchte wachsen mit dir, er möchte den Neubeginn mit dir. Ja, und wenn wir jetzt hier nochmal
auf die beiden Positionen schauen, weil es ja auch um ein karmisches Thema mit euch geht. Das Kreuz liegt im Anker. Das heißt also, dieses Festhalten von euch beiden, ne? Man könnte ja sagen, naja, ist alles schwierig und dramatisch und bringt mich nicht weiter. Ich lasse los, aber du konntest nicht loslassen. Habe ich schon beim Turm gesagt, dass da der Anker drin liegt. Du hast immer wieder an ihm festgehalten. Und das ist auch so ein karmisches Ding. Ihr habt einfach diese Verbundenheit. Ihr seid einfach zwei Teile einer Seele, die zusammengeführt werden und die natürlich nicht einfach so Happy End und Friede, Freude, Eierkuchen zusammen sind, sondern wo es einfach auch Lernaufgaben zu lösen gibt. Ja, und das Kreuz liegt hier eben im Anker. Eine der Aufgaben ist eben nicht zu sehr festzuhalten, zu klammern, sondern sich zu lösen und dann eben auch zu merken, okay, ich kann damit auch Karma lösen. Ja? Egal, welche Situation zwischen euch ist. Also ein Beispiel, vielleicht war es in einem früheren Leben so, dass er dich mit jemandem anders betrogen hat, dass er sich für jemanden anderes entschieden hat, vielleicht des Geldes wegen, weil er hier auch so ein bisschen drauf schaut, ja? Dass die Liebe zu dir da war, aber er sich für eine andere Frau, man muss in anderen Zeiten ja auch mal ein bisschen anders denken, manche Dinge waren dann einfach auch nicht möglich, dass man sich standesgemäß jetzt eben auch entscheiden musste. Also hat er sich vielleicht des Geldes wegen, der Familie wegen, des Statuses wegen für eine andere entschieden und du bist leer ausgegangen. So, wenn du das Thema jetzt wieder hast und merkst, okay, da gibt es halt noch die Schlange, da gibt es halt noch eine andere Frau und du hast das Gefühl, er würde sich wieder für sie entscheiden und hast ihm deswegen den Rücken zugebannt, hast du damit auch Karma gelöst. Ja, also hier liegt das Kind auf dem Kreuz, in dem du gesagt hast, nee, ich möchte nicht wieder diese Situation haben, wo du dich für jemanden anderes entscheidest. Ich gehe von mir aus, wenn das so jetzt war, hat sich hier Karma gelöst und damit auch wieder den Weg frei gemacht für ein Weiterkommen, für einen Neubeginn. So, wenn wir jetzt nochmal um dich herum schauen, ja, also schaut mal einfach, wenn wir eine Neunerlegung machen würden, auf die neuen Karten, die hier um dich herum liegen. Du als zentrales Bild. Dann, was geht dir durch den Kopf? Die große Liebe zu ihm, die tiefe Verbindung, die tiefe Seelenliebe, diese besondere Liebe hast du im Kopf. Du wünschst dir, dass er sich auf den Weg macht, dass er erkennt, dass die alte Seele ist, die zu dir gehört und die einfach nur in ihre Kraft und Stärke kommen muss und du überlegst, in die Kommunikation mit ihm zu gehen. Von Herzen wünschst du dir die feste Verbindung mit ihm. Du möchtest, wie gesagt, hier eine Entscheidung in Liebes-, in Herzensdingen, in partnerschaftlichen Dingen haben. Was wird passieren? Mit Sicherheit werdet ihr euch wiedersehen. Mit Sicherheit wird es Treffen geben. Aber die sind auch geprägt von Ängsten, auch von deiner Seite. Das geht hier um deine Ängste. Also nicht nur, dass er wieder Angst hat und den Termin absagt, sondern du hast genauso Angst vor dem neuen Treffen. Oh, geht das dann gleich wieder los? Und wie, ne? Also was hat sich da verändert? Haben wir Karma wirklich lösen können? Ne? Sehr schön. So, haben wir noch eine wichtige Aussage über die einzelnen Positionen. Ja, im Haus der Sonne liegen die Fische, ja, also Gefühle werden hier erwärmt, also das spricht definitiv auch für die Astrologie, die ich euch für den März auch schon mitgegeben habe. Ab 20.03. geht es hier um Frühlingsgefühle. Es wird heiß in den Gefühlen, es scheint die Sonne in den Gefühlen, es kommen die Dinge in den Fluss, es geht um Lebensfreude, es geht um Leichtigkeit, es geht um das Licht, ja. All das kommt in den Fluss, all das, darauf schaut er. Also ganz wichtig, weil das auch bei ihm passieren wird. Ja? Er kommt aus dieser Trauernummer, aus diesem schrecklich depressiven Herbst-Winterleben heraus, schaut auf die tiefen Gefühle, die ihm Klarheit bringen werden und er kann sich auch mit der Ablösung von Karma anfreunden. Ja, auch wenn hier noch nicht liegt, wie es sozusagen konkret weitergeht, die Blockade wird weichen, es kommt
Leichtigkeit und Freude ins Leben. Es geht weiter in eurer Partnerschaft. Ihr seid einfach Seelenpartner, ich habe es vorhin gesagt. Ihr seid zwei Teile einer Seele. Und die zwei Teile haben sich gefunden und werden sich auch in diesem Leben nicht verlieren. Auch wenn dazwischen immer mal Zwangspausen liegen, um Lernaufgaben zu meistern. Im Park haben wir den Blumenstrauß, also quasi die Einladung ist schon unterwegs. Auch wenn die Kommunikation kompliziert ist, weil die Schlange auf dem Brief liegt. So, partnerschaftlichen Dingen habt ihr beide so eure Ängste, ja, mit dem Mond hier, auch wenn da viel Gefühl und ganz viel Liebe da ist. Auf jeden Fall habt ihr auch Angst davor, ja, zueinander Ja zu sagen. Im Herz liegt der Park, also es wird ein Liebestreffen geben. Es wird ein Liebestreffen im Frühling geben. Die Tag-Nacht-Gleiche bringt hier sozusagen die Frühlingsgefühle. Das wird ganz wunderbar für euch. Also nochmal eine Bestätigung auch über die Karten zu den astrologischen Komponenten, dass hier eben Heilung geschieht, dass jemand erweckt wird, dass die Frühlingsgefühle aufkeimen, dass Karma gelöst wird. Ja, wir haben schließlich diesen besonderen Vollmond in der Jungfrau, um Karma zu lösen, den ich dann auch für die Knotenlösung bei euch nutzen werde. Gut, sehr, sehr schöne Botschaften. Ich möchte noch eine Antwort der Engel haben von der Dorin Virtue. Eine Antwort der Engel. Was sagen die Engel dazu? Wahrscheinlich ist es so. Also die Engel gehen davon aus, dass das auch so kommen wird. Wahrscheinlich. Die halten sich noch ein bisschen in Euphorie zurück. Liebe Engel, ich weiß, es ist noch ein bisschen hin bis zum 20. So, ich möchte noch eine Aussage von Ihnen zu dir haben. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit, ihr werdet euch nicht vermissen. Ich sag's doch, die zwei Seelenteile, das hat er erkannt, ja? Der hat die Verbindung durchschaut. Wenn er vielleicht nicht alles im Detail überblickt. Und du sagst zu ihm, sexuelle Vereinigung, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Sehr schön. Also, ganz wunderbare Liebesenergien, ganz wunderbare Frühlingsgefühle liegen auch hier in den Karten. Es wird eine besondere Zeit im März auf uns zukommen. Ich wünsche euch allen, dass hier die Knospen sprießen, der Herr versteht, worum es geht und die Liebe seines Lebens auf Händen tragen wird und zumindest erstmal wieder sich mit dir treffen wird und ja, ihr sozusagen neu und fröhlich und leicht weitermachen könnt. Alles Liebe für euch. Ciao, ciao.